Also wir müssen unterscheiden zwischen schariatischen Begriffen und linguistischen Bedeutungen. Also es muss nicht immer so sein, wenn du ein Wort im Wörterbuch nachschlägst und das hat die Bedeutung so und so, dass das auch die Bedeutung davon im koranischen Kontext sein muss oder im Kontext der Sunna. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Scharia, wir nennen das jetzt einfach mal Scharia-Geber, also Allah, der Urheber dieser Worte, diverse Begriffe nutzt. Ist ja ganz verständlich, dass die Offenbarungen die Sprache der Menschen nutzen. Ne? Es sind ja unsere Sprachen, in denen wir auch diese Offenbarungen bekommen. Allah Ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache seines Volkes. Aber das heißt, es wird keine neue Sprache erfunden. Aber es gibt Begriffe oder Bedeutungen, Inhalte, die es nicht gab. Nehmen wir dieses Gebet an, wie die Muslime das beten. Das gab es so nicht, oder? In dieser Form gab es nicht. Müsste man jetzt dafür ein neues Wort erfinden? Das würde das Verstehen oder das Verständnis schwer machen, insbesondere wenn es mehrere dieser Art von Wörtern gibt. Also, der Scharia benutzt bereits existierende Begriffe, die in der Sprache existieren, belegt sie aber neu. Er belegt sie neu, das heißt mit neuen Inhalten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und zwar in diesem Fall, bei diesen schariatischen Begrifflichkeiten, die werden eben dann so verstanden und so gedeutet oder definiert, wie es in dem Kontext, im schariatischen Kontext, der Fall ist. Daher reicht es nicht immer einfach nur sprachlich, linguistisch im Wörterbuch nachzuschlagen und davon auszugehen, dass das hier jetzt wahrscheinlich gemeint ist. Also ich gebe euch ein Beispiel dafür, ein ganz einfaches Beispiel. Der Begriff As-Salah. Gab es diesen Begriff bevor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haben die Araber dieses Wort verwendet oder nicht? Es gab dieses Wort. Aber es gab nicht dieses Ritual, so wie wir es kennen. Das Wort As-Salah ist ja rein sprachlich einfach das Dua. Kommt sogar einmal im Koran in dieser Bedeutung vor. Im Kontext der Zakat, Allah Ta'ala sagt, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Nimm von ihrem Vermögen, von ihrem Hab und Gut die Sadaqa. Nimm die Sadaqa von ihnen und dadurch bereinigst du sie und läuterst sie. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Salli alayhim und sprich deine Bittgebete für sie aus. Darin ist für sie Geborgenheit. Sie finden darin Geborgenheit. Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand liest den Koran und er sieht das Wort Salah, kommt an 1000 Stellen vor im Koran. Beginnend schon ganz am Anfang der Surah Al-Baqarah. Bis zum Ende des Korans zieht sich das durch. Also, ich glaube, die letzte Sura im Koran, der Reihenfolge nach, in der das vorkommt, ist die Sura Al-Kawthar, in der das Wort Salah vorkommt. Oder? وَصَلِّ لِرَبِّكْ وَانْحَرْ. Beginnt mit der Sura Al-Baqarah. Und endet bei der Surah Al-Kawthar. Und dazwischen drin kommt das Wort 1000 Mal vor. Jetzt schaut jemand in einem Wörterbuch nach und da steht, Salah heißt Bittgebet. Und dann, an jeder Stelle, wo das Wort vorkommt, definiert er das als Bittgebet. Das wäre
Richtig. Das wäre nicht richtig. Also, genauso ist es mit diesem Begriff Al-Istiqama und Al-Sabr und was haben wir noch gehabt? Al-Taqwa, Al-Ikhlas. Natürlich gibt es immer eine Beziehung. Irgendwo treffen sich die linguistischen Bedeutungen mit den, ich sage jetzt mal, koranischen Bedeutungen. Es gibt immer eine Überschneidung, deswegen wurden ja gerade diese Begriffe ausgewählt. Tamam? Man hätte ja auch sagen können, wir nehmen das Wort Bait, was Haus heißt, und benutzen es jetzt für das Gebet. Aber es besteht keine, ja, linguistisch gesehen, bedeutungstechnisch gesehen, kein Zusammenhang. Bei dem Salah im Sinne des Bittgebetes und dem Salah als dieses Ritual, das mit dem Salam beginnt und mit dem Takbir beginnt und mit dem Salam endet, da ist eine gewisse Relevanz da, eine Beziehung ist da, denn im Grunde genommen ist ja jede Ibadah ein Dua. Im Grunde genommen ist jede Ibadah eine Form des Dua. Denn wenn jemand ein Ritual verrichtet, der erhofft sich ja dadurch irgendwas, ne? Der erhofft sich, erwartet hier irgendwas. Und das ist dann das Unausgesprochene sozusagen. Das unausgesprochene Dua. Tayyib.